Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mubix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um ein paar coole Klamotten für den Sommer. Es sind jetzt nicht direkt Basics, weil ich wurde letztes Video gefragt. Übrigens, danke für den krassen Support und für die krasse Resonanz auf das letzte Video. Bei dem letzten Video hat jemand gefragt, ob ich Basics machen kann für den Sommer. Dieses Mal werden es jetzt nicht wirklich Basics sein, aber es sind einfach ein paar coole Klamotten, die ich am Start hatte, die ich euch zeigen will, wo ich mir dachte, für den Sommer werden die auf jeden Fall echt nice sein. Oh, den muss ich eigentlich noch mal rein. Bucketheads sind auf jeden Fall auch für den Sommer ein Thema. Zeige ich euch nachher noch. Das sind ein paar coole Klamotten, die ich halt einfach am Start hatte, wo ich euch zeigen will. Es sind teilweise Sachen dabei, die ich euch schon gezeigt habe. Viele Sachen habe ich euch aber so noch nicht gezeigt. Deswegen lasst uns gar nicht lange reden. Ich würde direkt anfangen mit den ersten Pieces. Let's go. Wir fangen nämlich an mit Oversized T-Shirts. Warum Oversized T-Shirts? Also eigentlich immer Oversized T-Shirts. Ihr wisst ja, ich liebe diese Oversized Klamotten. Ich finde, es sieht besser aus, macht eine bessere Figur. Es gibt eine bessere Optik. Es sieht einfach insgesamt chilliger aus und so weiter. Aber warum gerade auch im Sommer Oversized T-Shirts, weil einfach mehr Platz ist, mehr Luft ist zwischen dem Stoff und deinem Körper. Das heißt, wenn es nicht so anliegt, kann da die Luft besser zirkulieren. Und was bedeutet das für dich, Bruder? Das heißt, du schwitzt weniger, du stinkst weniger und dir ist weniger warm. Also klar, Logo. Deswegen, safe im Sommer immer Oversized T-Shirts. Ich habe jetzt hier das erste da und zwar ist es eins von Nike. Ich habe dieses T-Shirt von Asus. Warum finde ich das so nice und was an dem T-Shirt besonders? Dieser Stick hier, Ton in Ton, Nike Swoosh mitten auf die Brust, klein gestickt, ganz dezent. Ansonsten ist das T-Shirt sehr plain und sehr clean. Finde ich extrem nice, das T-Shirt. Und klar, schwarz ist jetzt nicht die ideale Farbe für den Sommer, aber gerade im Bereich T-Shirts kann man damit eigentlich nichts falsch machen. Vor allem, Bruder, wir sind in Deutschland und nicht in Afrika. Das heißt, auch im Sommer gibt es mal Tage, wo jetzt nicht ungefähr 55... Gibt es jetzt Tage, wo es nicht 55 Grad hat oder so. Und das heißt, da kannst du oft einfach nur ein schwarzes Oversize-T-Shirt anziehen. Das hier gibt es auch in weiß. Also soweit ich weiß, gibt es auch, wo das T-Shirt weiß ist und das Swoosh eben in weiß drauf gestickt ist. Ich werde schauen, ob ich die finde und dann werde ich die für euch unten in der Infobox verlinkt haben. Schaut auf jeden Fall vorbei. So, und als nächstes im Bereich Oversize-T-Shirts auf jeden Fall cremefarbene T-Shirts. Dieses hier ist jetzt von Represent. Ihr müsst natürlich nicht genau das von Represent kaufen, aber wenn ihr Bock habt, ist es unten verlinkt. Übertrieben nices T-Shirt. Passform seht ihr jetzt hier. Ich habe das in einer Größe XL geholt. Ja, ist für mich eins meiner Favorite T-Shirts, eins meiner Favorite Designs so von Represent mit diesem Engel. Aber eigentlich geht es jetzt nicht um das T-Shirt an sich, sondern es geht vor allem um diese Farbe, diese Cremefarben. Diese sind, habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, generell das komplette Jahr werden diese Erdtöne und diese Cremefarben einfach voll der Hit sein. Die werden auf jeden Fall immer eine Rolle spielen, weil die einfach, Bruder, die sehen halt fresh aus. Die sehen einfach gut aus. Du kannst sie voll gut kombinieren mit anderen Farben. Was ich persönlich auch richtig liebe, ist, wenn du diese, Kurzhänger, Alter. Was wollte ich sagen, Bruder? Was ich bei den Cremefarben übertrieben feiere, ist, wenn man auch einen kompletten Creme-Look, also komplett monochrom kombiniert, sieht einfach immer extrem fresh und extrem nice aus. Hier könnt ihr ein paar Beispiele sehen. Also cremefarbenes T-Shirt, cremefarbene Hose und weiße Sneaker dazu oder so, einfach übertrieben nice. Deswegen für den Sommer Oversize T-Shirts in Cremefarben auf jeden Fall abchecken. Das ist jetzt von Represent, wie gesagt, aber ich werde euch auch noch ein, zwei, drei andere Alternativen unten verlinken von No Names oder von Asus oder so, wo ihr sie günstiger herbekommen könnt. Und als nächstes habe ich hier ein Oversize T-Shirt von Karl Kanai in dieser extrem krassen gelben Farbe. Detail an dem T-Shirt ist dieses Gummipatch, was hier vorne angebracht ist, wirklich sehr, sehr nice verarbeitet. Und warum zeige ich euch das? Ja, Bruder, natürlich, Sommer heißt einfach ein bisschen farbenfroher werden. Da kann man sich auch mal was trauen, kann man auch mal frische Farben anziehen. Und ich finde die Farben von dem T-Shirt sehr, sehr nice. Ich habe das hier in einer Größe XL. Die Passform seht ihr jetzt hier. Ich würde sagen, es ist ein wenig zu lang geraten. Also der Schnitt ist nicht ideal. Oben finde ich es ganz nice, so kann man nicht meckern. Aber es ist ein bisschen zu lang geraten. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht es so, wie ich euch gerade hier zeige. Das heißt, man tut das T-Shirt einfach ein bisschen in die Hose stecken und dann so halt mäßig so ein bisschen rausschauen lassen und dann gibt es eigentlich schon einen ganz coolen Look. Oder Option B ist, Bruder, du holst einfach eine Schere, du tust das T-Shirt halt zuschneiden, also einfach ein bisschen croppen und danach hast du halt ja ein etwas gecroppteres T-Shirt. Wenn dir der Look nicht gefällt, wenn das sich quasi so aufrollt, nachdem du es abgeschnitten hast, nimmst halt einen Zehner, gehst zum Schneider, sagst, Bruder, hier, tu mal kurz zusammennähen, er tut für dich kurz wieder so fertig machen und dann stabil, sieht gut aus. Oversized T-Shirts generell in Cremefarben, helle Farben, aber könnt auch im Sommer einfach immer wieder mit Farben rumexperimentieren. Wichtig ist halt, dass ihr die Farben dann richtig kombiniert. Wie man Farben richtig kombiniert, zeige ich euch noch am Ende. So, und wir machen weiter mit Hoodies, weil, wie gesagt, wir sind nicht in Afrika, wir sind in Deutschland. Auch hier ist es möglich, im Sommer definitiv
Auch hier ist es definitiv im Sommer möglich, Hoodies zu tragen. So, jetzt, Alter, wenn wir das Video heute durchbekommen, Bruder, krass. Und ich habe jetzt hier einen grauen Hoodie von Worst Behavior. Warum grau? Ich finde, schwarze Hoodies könnte oft schwierig werden im Sommer, außer halt spätabends natürlich oder nachts, wenn du draußen chillst. Aber sonst würde ich euch generell graue Hoodies empfehlen, weil die einfach ein bisschen fresher wirken, ein bisschen freundlicher, ein bisschen so, einfach ein bisschen fröhlicher so. Aber grau ist trotzdem so, kann man super nice mit allem kombinieren oder so. Es muss natürlich nicht grau sein, ihr könnt auch weiß oder cremefarben nehmen, funktioniert genauso gut. Ich persönlich feiere diesen Hoodie von Worst Behavior sehr. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob es den gibt oder nicht. Wenn es den noch gibt, werde ich ihn euch unten verlinken. Wenn es ihn nicht gibt, werde ich euch einen alternativen grauen Hoodie verlinken, der oversized ist, eine coole Passform hat und ja, hat eben gut aussieht, okay? Okay. So, und sonst habe ich jetzt noch hier zwei weitere Hoodies und zwar sind die beide von der Marke Preach. Warum zeige ich euch die? Weil ich euch sagen will, auch im Bereich Hoodies, Leute, schaut, dass ihr einfach im Sommer ein bisschen fresher unterwegs seid. Gebt dem Ganzen so ein bisschen mehr Farbe einfach. Ich finde dieses verwaschene Rot hier ganz nice. Den Hoodie gibt es auch noch. Was an dem ein cooles Detail ist, ist die Sample Card hier auf der Kapuze. Das ist ja so ein bisschen so der Vibe, den Preach halt fährt. Finde ich übertrieben nice. Der Hoodie hier ist in einer Size M und ihr seht jetzt hier die Passform. Also, ja, kann man nicht sagen. Einfach ein sehr, sehr cooler Hoodie. Und warum zeige ich euch genau die von Preach? Weil es sind qualitativ extrem hochwertige Hoodies, 100% Baumwolle, aber die Grammage gerade jetzt bei dem hier zum Beispiel ist nicht ganz so hoch. Dadurch sind sie für den Sommer eigentlich perfekt geeignet. Kannst du easy auch tagsüber tragen, wenn es jetzt nicht gerade 35 Grad hat und du ins Freibad gehen willst oder so. Insgesamt würde ich euch sagen, definitiv macht ihr mit diesen Hoodies auch für den Sommer nichts falsch. Passform habe ich euch gezeigt. Jetzt machen wir weiter mit einem Sweater. Bruder, ist ja klar, wenn ein Hoodie im Sommer klar geht, warum sollte ein Sweater nicht auch klar gehen? Geht eigentlich jeder Sweater klar, worauf ihr Bock habt. Gilt das gleiche wie bei den Hoodies. Farbentechnisch würde ich halt schauen, dass ihr einfach mal ein bisschen so neue Sachen probiert, schaut, dass ihr ein bisschen mehr Frische reinbekommt und so. Ich würde euch jetzt diesen Sweater hier von 44 London empfehlen. Der ist natürlich vom Design an den Crewneck oder mit dem hohen Kragen von Fear of God Essentials angelehnt, keine Frage. Aber preisig ist er natürlich deutlich interessanter. Ich finde den Schnitt sehr nice, ich finde die Passform sehr nice, ihr seht das jetzt hier. Und was mir an dem sehr gut gefällt, ist gerade für den Sommer, er ist nicht zu dick. Er ist eigentlich relativ genau, also für den Sommer ist es genau richtig. Er ist nicht zu dünn, dass er sich nicht mehr wertig anfühlt, ist aber auch nicht zu dick, dass er zu warm ist und so. Also wirklich perfekt. Ich feiere den sehr, sehr. Kleines Detail, dieser Schriftzug hier, Meraki, der ist so reflective-mäßig. Ja, ist ein geiler Sweater. Checkt den ab, ist wie natürlich alle anderen Sachen auch unten verlinkt. Und jetzt haben wir noch zwei bzw. drei Sachen. Natürlich, was geht auch im Sommer klar? Flanells, keine Frage. Wenn du einen Hoodie tragen kannst, wenn du abends mit deinen Freunden, keine Ahnung, draußen chillst, so, ihr wisst schon, mäßig so, Bruder, komm, lass Tankstelle treffen, ein bisschen Red Bull trinken, ein bisschen reden, weil aktuell kann man ja nicht viel mehr machen. Oder du setzt dich halt irgendwie abends raus und rauchst eine Pfeife mit deinen Jungs und so. Wenn es mal kühler wird, Flanell, keine Frage, kann man über alles einfach drüber werfen. Und das hier zeige ich euch gerade, weil das ist von 85 in diesem Babyblau. Einfach sehr, sehr geiles Flanell. Sehr, sehr schön. Passform seht ihr jetzt hier. Es ist eine XL. Ich würde sagen, es ist ein bisschen zu groß. Aber warum zeige ich euch das? Weil ich glaube davon, ich bin mir nicht sicher, ob es einen Restock gab oder nicht, aber ich muss eigentlich Restock gegeben haben, weil ich dachte, es war sold out, ist aber wieder verfügbar. Übertrieben nice Flanell, Leute, checkt das ab. Was an dem auch so cool ist, warum es auch für den Sommer sehr gut geeignet ist, es ist innen nicht gefüttert. Also es ist einfach nur, kennt es ja, viele Flanells sind halt so ein bisschen schwerer, geht schon wirklich so in Richtung Jacke, was auch geil ist für die kälteren Jahreszeiten. Das ist aber perfekt für den Sommer, weil es ist innen nicht gefüttert, dadurch ist es nicht zu schwer, dadurch wird es auch nicht zu warm. Und wie gesagt, dieses hier wurde, glaube ich, gerestockt, also sind auf jeden Fall welche da, ist unten verlinkt. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Ich finde das übertrieben nice, diese Colorway mit diesem Babyblau und so weiter. Und weil Blau gerade einfach ein guter Übergang ist, machen wir weiter mit der Adidas-Hose dahin. So, und zwar ist das eine meiner Favorite-Hosen, die ich aktuell zurzeit sehr, sehr gerne trage. Ich bin ehrlich, ich trage auch gerade genau die gleiche Hose in Schwarz. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen kann. Es ist genau die gleiche Hose, aber ich finde, diese blaue Farbe ist natürlich nochmal viel, viel geiler für den Sommer. Es ist kein zu kräftiges Blau, es ist so ein bisschen so leicht verwaschen, aber trotzdem halt einfach geil so. Und durch das Material, es ist nämlich eine Hose aus Polyester, ist es so ein bisschen ja, glänzender und so, was übertrieben nice aussieht. Und der Stoff ist relativ dünn, was auch für den Sommer perfekt ist, weil es einfach nicht zu warm wird, keine Frage, ist ja logisch. Verarbeitung ist wie gewohnt von Adidas sehr, sehr hochwertig. Ich bin auch ehrlich, ich weiß gerade gar nicht, wo ich die Hose her habe. Ich glaube von DevShop. Ich schaue mal, ob ich die noch finde dort. Wenn ich sie dort nicht finde, suche ich die irgendwo woanders und werde schauen, dass ich euch was verlinke. Was cool an der Hose ist, was ich übertrieben feiere, ist, dass sie sie ist sehr straight geschnitten. Und unten, Bruder, hat die noch so diesen Reißverschluss, könnt ihr vielleicht hier sehen. Deswegen hat man die Möglichkeit, die Hose
entweder so straight zu tragen, wie sie halt eben straight geschnitten ist, oder könnt ihr den Reißverschluss aufmachen und dadurch so ein bisschen mehr diese Schlag-Vibes haben und die Hose richtig nice auf dem Sneaker stacken lassen. Geile Hose, kann ich euch nur empfehlen. Und apropos Sneaker, das ist eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Und zwar habe ich hier in diesem Video keine Sneaker drin, weil ich dafür ein extra Video geplant habe. Das wird quasi am Sonntag dann online kommen, wo ich euch einfach so ein bisschen wieder mitnehme, was sind gerade so die Sneaker-Trends, was im Januar Trend war und was heute Trend war oder was für den Sommer Trend sein wird. Ist ja nicht mehr unbedingt genau das Gleiche und ich will euch einfach ein paar coole Sommersneaker zeigen. So, also freut euch auf dieses Video, das wird safe richtig nice. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz diesen Buckethead. Weil Bucketheads sind auf jeden Fall ein Vibe aktuell, also das ist so, das ist für den Sommer absolut nice. Der hier ist jetzt von Tommy, aber ihr müsst natürlich nicht einen von Tommy holen, ihr könnt auch einen günstigeren holen. Ich werde euch ein, zwei Alternativen unten verlinken, aber ich persönlich feiere Bucketheads einfach, weil die... Ja, weil die halt einfach echt geilen Vibe machen. Ich finde gerade auf Bilder auf Insta und so kommen die echt sehr, sehr nice. Also ich feiere das übertrieben. Und ja, das soll es gewesen sein zum Thema Buckethead. So, und bevor wir das Video jetzt noch abschließen, dann noch das Thema Farben richtig kombinieren. Und zwar, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Farbe ihr wie kombiniert und so. Und bevor ihr anfängt, irgendwie so irgendwas Wirres zu machen und dann siehst du draußen aus wie Clown, Bruder. Nein, es geht ganz einfach. Und zwar gibt es unten für euch was verlinkt. Das ist das Adobe Color Wheel. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Tool. Das ist super kostenlos. Und da kann man schauen, welche Farben passen zusammen. Da gehst du in dem Color Wheel auf den Punkt Komplementär. Und dann kannst du dieses in dem Kreis quasi rumziehen. Ich zeige es euch jetzt hier quasi, während ich rede. Kannst du so rumziehen, um die Farbe auszuwählen, die du gerade quasi nehmen willst. Also nehmen wir als Beispiel jetzt dieses neongelbe T-Shirt da hinten, dann wählen wir diese Farbe quasi aus und dann zeigt es dir in der Farbpalette an, welche Farben dazu passen, so dass es optisch harmonisch aussieht. Das heißt, wenn ihr unschlüssig seid, Bruder, was für eine Farbe ziehe ich wie an, Bruder, benutzt das und auf jeden Fall so lohnt sich, du wirst fresh aussehen und nicht wie Clown aussehen, du weißt Bescheid. Also Leute, das soll es gewesen sein mit dem Video. Wie gesagt, Thema Sneaker machen wir nochmal ein nächstes Video. Oh, und noch ein Thema, was natürlich wichtig ist, was auch gefehlt hat, Shorts, kurze Hosen. Keine Frage, Shorts so im Sommer, safe immer am Start. Ich persönlich mag aber gar keine kurzen Hosen. Ich trage so ungern kurze Hosen, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde, bei mir sieht es einfach irgendwie nicht fresh aus. Aber ich werde mich richtig in dieses Thema so reinfuchsen und ich werde ein Video machen über kurze Hosen, wo dann auch bei mir gut aussehen. Und wenn die bei mir gut aussehen, dann könnt ihr safe davon aussehen, dass die kurzen Hosen fresh und stabil sind. Also richtig stabil. Deswegen wartet da ein bisschen ab, gebt mir ein bisschen Zeit, ich werde mich darum kümmern. Und ja, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder zu dem Sneaker-Video. Bis dann, euer Moviz.